auch immer mehr Fahrzeuge, die das machen. Und der erste Starter ist der Midnight Deer. Markus Kahle sitzt heute am Steuer, der eigentliche Fahrer, der Team. Und dem wünsche ich von hier aus gute Besserung, denn der ist erkrankt, kann deswegen heute diesen Traktor leider nicht fahren. Markus, sein Vater, also heute wieder am Steuer vom Midnight Deer, ein John Deere 4440. Über Winter komplett überholt. Leistungsmäßig, ja. So genau kann sich das Team da auch noch nicht äußern. Irgendwo um die 1000, sagen sie. Vielleicht ein bisschen weniger. Aber Markus sagt es, hier geht es erstmal darum, den Traktor richtig zum Laufen zu bringen, den Motor mit genügend Luft zu versorgen, den Turbo zum Drehen zu bringen. Das ist jetzt der Fall. Dann langsam über die Kurve. Und das war einen Ticket zu früh. Genau, da haben wir dieses Spiel, Kupplung, Bremse und eben 100% Kraft des Turbos hat eben hier nicht ganz funktioniert. Und schon ist es nach wenigen Metern vorbei. Er kocht, ich stehe daneben, ich weiß nicht, ob man es hört. Denke nicht, aber wirklich, er gewann auch dementsprechend. Als erster Starter hat er auf jeden Fall gemacht werden, habe ich mir sagen lassen. Also das Team im nächsten Jahr vielleicht mit zwei Traktoren hier am Start. Wollen wir es hoffen, dass da alles glatt geht. Jetzt erstmal mit ihrem Pro-Stock. Pro-Stocks sind limitiert auf einen Turbolader. Nur Dieselkraftstoff darf verwendet werden. Die Hinterreifen nicht so groß wie bei den anderen Traktoren. Hier eine Nummer kleiner. Das alles gehört zum Reglement der Pro-Stock-Klasse. Siehst du, der nächste Schritt nach der Sportklasse. Dann geht es in die Pro-Stocks und dann die Super-Stocks, die wir gleich auch noch sehen werden. Auch hier jetzt das gleiche Spiel. Turbolader zum Drehen bringen. Gegendruck erzeugen, Gas geben, Kupplung schleifen lassen, kommen lassen. Auch das sicherlich noch nicht die optimale Leistung, die aus diesem Motor rauszuholen wäre. 67, 57 die Weite. 80 sind zwar die Führung, aber zu welchem Preis? Da liegen. Das sieht nicht gut aus. Hier liegen ein paar Stücke, ein paar Teile auf der Erde. Ist das der Block? Das ist eine Schraube. Einmal raus aus der Bahn, bitte. Liebe Leute, einen aufmunternden Applaus für das Team. Blue Rush, der Motor scheint hinüber. Hier liegen sehr große Brocken auf der Bahn. Ihr könnt es sehr gut sehen hier. Die sind sehr heiß noch. Das scheint ein sehr großer Defekt bis Totalschaden zu sein. Also erste Vermutung, womöglich ein Pleuel im Block abgerissen, dadurch dann ein Loch in den Motor geschlagen. Das ist bitter. Das ist ein richtig teurer Schaden. Wir sehen das Team gleich bei den Superstocks noch einmal. Aber das war jetzt sehr bitter für dieses Team. Also die Feuerwehr bitte auch nochmal nachher hinten in die Auslaufzone mit Bindemittel. Auch da ist gerade noch ein bisschen Flüssigkeit aus dem Motor ausgetreten. Ja.
Sag mal, dann erstmal vielleicht auch Jörn im Vorstartbereich sagen, dass er wohl eher warten soll, weil das Flugzeug ist im Anmarsch. Oder kommt der Blue Vendel für ihn vielleicht nochmal? Auf jeden Fall. Er hat die letzten Wochen viel geschraubt, um diesen Motor wieder an den Schritt zu kriegen. Richtung Platz 2 wohl gehen, ja.